Mein Name ist Ingmar Redl von oneaim.org. Wir bauen eine globale Dialogplattform auf, um strukturelle Probleme in der zivilgesellschaftlichen Zusammenarbeit zu lösen, in großen Dialogen mit den Rahmendiskursen Europa, Internet und Medien. Genau, und die wichtigsten Informationen, Beiträge sollen halt in 30 Sprachen in der Zukunft übersetzt werden. Genau. Mit 18, 19 habe ich Unternehmensideen verwirklicht gehabt. Das war dann aber ziemlich langweilig für mich. Dann habe ich mich halt sehr intensiv mit den Vereinten Nationen auseinandergesetzt, habe für die auch ein internationales Projekt geschrieben. Dann eine Zeit lang wieder zurückgezogen, dann viel mit NGOs auseinandergesetzt und die letzten 3-4 Jahre habe ich halt nur Kampagnenarbeit gemacht für alle möglichen NGOs, Umweltbereich, Globalisierungskritik, Datenschutz, Bürgerrechte. Und da ist mir halt vor allen Dingen ganz stark aufgefallen, dass die ganzen strukturellen Probleme, also zwischen NGOs und so weiter, alle auf der Strecke bleiben. Und jetzt kümmern wir uns quasi mit oneaim.org um diese strukturellen Probleme. Es ist sehr schwierig, weil die technologische Entwicklung extrem rasant fortschreitet und wir auch mit sehr harten Einflüssen zu tun werden, einmal Klimasache, vor allen Dingen auch das schwindende Erdöl, also die Energiefrage wird ganz zentral sein, eben auch für das Internet und so weiter, ne? Auf der einen Seite viele gefährliche Technologien. Genau, und deswegen ist es sehr schwierig. Es gibt viele große Initiativen, die quasi so eine Art Global Marshall Plan und so weiter umsetzen wollen, um globale Rahmen, Standards zu setzen, ökologisch, sozial. Und solche Initiativen wie halt The Elders von Yunus und Nelson Mandela. Und also ich habe schon Hoffnung, dass es zum Beispiel durch Social Business, dass wir die Ökonomie langsam von innen heraus verbessern können, bessere Strukturen schaffen können. Und ansonsten ist halt mit der Technikfrage, mit der Erdölfrage, da sind sehr ungewisse Komponenten. Deswegen kann ich nicht hundertprozentig, wie ich es mir wünsche, klar, wie jeder Idealist sich das wünschen würde, ne? Aber kann man wirklich so nicht beantworten. Das ist schwer. Könnt ihr mich unterstützen? Ich würde mal das umformulieren und würde sagen, wie kann man Projekte, Dialoge, die dann auch von oneaim.org laufen, um strukturelle Probleme zu lösen, unterstützen? Das wäre dann halt, um solche Dialoge wie den Global Participation Feed, ne, oder andere Diskurse, Projekte auf der Plattform quasi weiter zu streuen, ne, davon weiter zu erzählen und dass man halt Mitstreiter gewinnt, weil jeder kann an diesen Dialogen dann mitmachen, ne? Und wir persönlich spenden auch Geld an zum Beispiel jetzt das Social Camp, das erste deutsche in Berlin, haben wir auch mit gesponsert, ne? Aber wir freuen uns natürlich auch irgendwann, wenn irgendwie eine Stiftung oder weiß der, auch andere Organisationen irgendwie sagen, okay, das finden wir ganz toll, was die da über oneaim.org machen. Wir schießen auch ein bisschen Geld rein. Ich kenne die Netzwerker noch nicht, nur den guten Mann, der jetzt gerade vor mir sitzt. Und der ist super sympathisch, sehr, sehr lieb. Und ich hoffe mal, dass ihr... Der heißt Jochen. Der heißt Jochen. Also der, der heißt Jochen und der ist mir sehr sympathisch. Und ich hoffe auch, wenn ich dann das Projekt der Netzwerker betrachten kann, dass mir das auch dann alles gefällt und dass wir vielleicht irgendwie zusammenarbeiten können und so. Ne? Und dass wir zusammen was Gutes aufbauen. Also,